Mein Name ist Katharina Jekum. Ich bin Mitarbeiterin bei dem Projekt ERM Foresight und heute befinden wir uns am Matzleinsdorfer Platz in Wien bei dem Bau der U2. Heute gehen wir den Prozess der Geräteübernahme durch. Ein Gerät wurde heute auf die Baustelle geliefert und zusammen mit dem Maschinenmeister gehen wir jetzt die einzelnen Punkte durch und prüfen, ob das Gerät funktionsfähig ist und erfassen die aktuellen Zählerstände. Also zurzeit haben wir ungefähr an die 100 Maschinen laufen hier auf der U-Bahn-Baustelle und wenn man das auf Papier ablegen würde, dann würden sicher mehrere Ordner kommen, also 3, 4, 5 Stück Ordner musst du immer rechnen. Ne? Die neue Lösung ist, man gibt es digital ein, man kann es digital abrufen, man kann jederzeit Einblick nehmen auf das Gerät, welche Stände sind, wenn die Reparaturen anfallen, wenn die Überprüfungen anfallen, wenn die Wartungen anfallen. Unsere Vision sieht so aus, dass wir quasi ein papierloses Arbeiten auf der Baustelle ermöglichen, dass der Meister seine Aufträge im Büro erfasst und koordiniert und seinen Mitarbeitern zuteilt. Der Mechaniker bekommt dann den Auftrag aufs Tablet, öffnet diesen und kann direkt zu arbeiten beginnen, erfasst seine Zeit darüber. In Zukunft könnte auch die Lohnabrechnung darüber verlaufen, sowie die gesamte Materialwirtschaft und das Bestellwesen von Ersatzteilen, Wartungsteilen.